kurios müsst ihr euch anschauen auf einem anderen Video. Andy Pereira liegt im ersten Satz gegen Berglund 7-0 hinten. Dann mache ich meine Kamera an und jetzt steht 7 beide. Spielt Pereira nur fürs Fernsehen? Fragezeichen. Unglaublich, nach 0-7 jetzt 8-7 Führung. Manchmal wirken, glaube ich, die Aufputschmittel etwas zu spät. Nein, da will ich aber nichts gesagt haben. Das ist ein ganz blöder Witz. Aber ich habe keine besonnen. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Zwischenstand. Die Feuerwurststein gegen Sabrina 2. 2-4, da braucht man Punkte, 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 Punkte. Oh, wow. 11 Meter verschlagen am Nebentisch. Nächster Ball, konzentrieren. Thank you.
Lasst das mal ganz entspannt auf euch wirken. Denn das ist ja dazu gedacht, den Spieler auch entspannt zurückzuschicken an den Weg. Hoffen wir, dass das so wird. Zugunsten von Hilfolstein natürlich. War jetzt der Alex zu entspannt? Man weiß es nicht. Aber wenn es hilft und einen Punkt bringt. Zwei wirklich Bälle, die er kann, von denen mindestens einer auf den Tisch muss. So, am Nebentisch läuft für Andi Pereira etwas besser. Hat ihm wohl jemand den Tipp gegeben, den Gegner möglichst nicht wieder 7-0 führen zu lassen. Daran hat er sich gehalten und jetzt führt er 10-7. 10-8, noch nicht zu Ende. Wieder Hoffnung auf in der Stadthalle. Ja.
Sehr viele solche Fehler, die er sonst eigentlich nicht macht. Gibt es da einen besonderen Schnitt, Schnittvariation bei Takal? Da ist er wieder, der Alte. Den Ball kennt man von Alexander Fleming, Mr. Backhand. Come on, come on. Yeah.